Und wir wollen die Ereignisse des Wochenendes noch weiter analysieren und vertiefen mit Professor Hans-Gerd Jaschke. Er ist Extremismusforscher. Ich grüße Sie ganz herzlich. Danke, dass Sie Zeit haben. Hallo Frau Ohm, ich grüße Sie. Herr Professor Jaschke, jetzt seit Samstag, wo wir die, ich sage mal, heftigsten Bilder gesehen haben, ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Wie sieht Ihre Analyse aus im Moment? Nur das Erste, was mir aufgefallen ist, ist der Tabubruch. Bisher konnte man sagen, dass der Platz um den Bundestag in Bonn oder auch in Berlin tabu ist für gewalttätige Demonstranten. Das hat sich jetzt geändert am Samstag. Das war insofern ein Tabubruch, eine Überraschung, auch eine andere Form, eine neue Form von rechter Gewaltbereitschaft. Und ich denke, das ist ein Punkt, über den muss man diskutieren. Ich selber sehe hier allerdings kein Regelungsdefizit, sondern eher ein Vollzugsdefizit. Das heißt, in Zukunft wird sicherlich mehr Polizeipräsenz erforderlich sein vor dem Deutschen Bundestag. Aber mehr Polizeipräsenz ändert nichts an dem, was da an Gedanken unterwegs ist in den Köpfen derer, die versucht haben, über die Stufen, möglicherweise sogar gedacht haben, sie können ins Gebäude reinkommen. Die Bilder sind da jetzt, die sind draußen in der Welt, was im Prinzip alle Politiker, mit denen wir hier heute schon sprechen konnten, bedauern. Was aber macht das mit denen, die es versucht haben? Nun, ich denke, man darf sich hier auch keine Illusionen machen. Das sind nicht wenige Rechtsextremisten innerhalb von 40.000 Demonstranten, sondern es sind eine ganze Menge. Und es gibt Verbindungslinien inhaltlicher Art zwischen den Corona-Verleugnern und den Rechtsextremisten. Denken Sie zum Beispiel daran, dass die Frontstellung wir da unten gegen die da oben, gegen das System, gegen die Eliten, gegen die Systempresse, ja, alle miteinander verbindet, mehr oder weniger. Denken Sie daran, dass das Denken in Verschwörungstheorien sehr stark verbreitet ist, sowohl bei den Corona-Leugnern als auch bei Rechtsextremisten. Das hat dort ja auch eine sehr lange Tradition. Das reicht ja zurück bis in die 20er, 30er Jahre. Und vielleicht noch ein Aspekt, der beide Lager miteinander verbindet, ist die sehr radikale Wissenschaftsfeindlichkeit. Wenn Sie daran denken, wie die mit Virologen umgehen oder mit Erkenntnissen von Virologen, dann kann man sehen, dass sowohl auf Seiten der Leugner als auch auf Seiten von Rechtsextremisten die Virologen nicht ernst genommen werden, ja sogar bekämpft werden. Herr Professor Jaschke, gibt es denn Erkenntnisse auch aus Ihrer eigenen Forschung vielleicht, was passieren muss oder was es an Gegebenheiten geben muss, dass jemand, der vielleicht als, ich sag mal in Anführungsstrichen, als Corona-Maßnahmengegner anfängt, sich dann mehr und mehr dem rechten Lager annähert? Sie haben ganz recht mit dieser Fragestellung, denn wir haben es ja mit Radikalisierungsprozessen zu tun, sowohl von Protestbewegung, das haben wir am Samstag gesehen. Hier wird man überlegen müssen, wird diese Bewegung Zulauf haben in nächster Zeit? Es steht zu befürchten, ja. Es gibt aber auch individuelle Radikalisierungsprozesse einzelner Menschen, die, wie Sie schon angedeutet haben, vielleicht bei Corona-Verleugnung anfangen, dann aber ins rechtsextreme Lager hineinwandern. Diese Befürchtung teile ich, das zeigen alle Befunde und Ergebnisse. Rechtsextremistische Karrieren, zumal auch militante Karrieren, haben einen bestimmten Verlauf. Das heißt, wir haben es mit Radikalisierungsprozessen zu tun und hier kann Corona-Verleugnung sicherlich ein erster Punkt sein. Und was macht man nun? Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden. Ich wiederhole die Frage gerne nochmal. Was macht man nun? Was muss Politik jetzt machen? Was muss die Gesellschaft machen? Wo setzen wir denn an? Nun, ich denke, es gibt eine ganze Menge zu tun. Auf Seiten der repressiven Instanzen, Polizei, muss über die Strategie nachdenken, muss nachdenken über Polizeipräsenz, über Zusammenarbeit, auch mit der Polizei des Deutschen Bundestages. Und auf der präventiven Ebene muss man überlegen, was kann Bildung, Ausbildung, Fortbildung machen. Und ein letzter Punkt vielleicht noch, zivilgesellschaftlicher Widerstand war zu sehen am Samstag, war überhaupt und ist zu sehen bei den Corona den Demonstrationen der Corona-Leugner. Ich denke, dieser zivilgesellschaftliche Widerstand ist wichtig, treibt die Sache voran, sodass wir insgesamt gesehen eine ganze Reihe von Ebenen haben, wo eine Antwort gefragt ist auf das Phänomen der Corona-Leugner.